Gehobene Wohnqualität in einer der schönsten Wohngegenden Norddeutschlands. Damit kann die Landeshauptstadt von nun an bundesweit kräftig punkten. Am Dienstag wurde die neu gestaltete Hafenpromenade am Ziegel-Innensee feierlich eingeweiht. Mit Hilfe der europäischen Fördermittel errichtete die Stadt ein attraktives Quartier. In die schicken Neubauten haben die hiesigen Unternehmen selber investiert. Die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG freut sich gerade über den Neueinzug im Hause Nummer 25. Viele Bewohner sind speziell nach Schwerin gezogen, um in der Nähe des Märchenschlosses ihren Lebensabend zu verbringen. Eine bessere Werbung hätte sich Schwerin kaum wünschen können. Wir wollten hier wirklich neues Wohnen etablieren. Wohnen am Wasser, was in Schwerin so toll ist. Die Stadt ist ja eine Stadt am Wasser. Und das wollten wir auch mal für die Genossenschaft etablieren. Und wir fühlen uns mit diesem Standort eben auch ganz stark mit der Stadt verbunden und sind eben auch froh, dass hier ein kleines Kleinod entstanden ist mit den Außenanlagen. Mit dem erfolgreichen Projekt Hafenpromenade setzt Schwerin ein klares Zeichen. Gehobene Wohnqualität für zahlungskräftige Kundschaft soll künftig ein fester Bestandteil der städtischen Baupolitik bleiben. Als nächstes ist das Quartier Waisengärten dran.